Übung macht den genau Meister. Hallo, ich grüße dich, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein zum fünften Telefonakquise-Tipp zu meiner kleinen Videoserie hier. Und genau, Übung macht den Meister. Abschließend zu dieser Serie möchte ich es ganz kurz mal ansprechen. Insbesondere bei diesem ganzen Telefonakquise, Sales, Marketing, Thema, mehr noch wie bei allem anderen. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, vergleichbar mit Kunst. Ja? Wie, es gibt auch ein Buch, The Art of Sales. Ja? Also die Kunst des Verkaufens am Telefon oder über das Telefon. Es hat was mit künstlerischem Geschick zu tun und wie das eben so ist bei allen künstlerischen Dingen. Ja, ich nehme mal ein Beispiel, ein Musikinstrument. Ja. Es hat mit einem zu tun, mit ein bisschen Talent, mit deinem Drive, das Wollen, ja, dass du das auch wirklich willst, lernen willst und letztendlich mit Übung. Ja. Du kannst das Talent haben, wie Mozart, Gott gegebenes Talent, meinetwegen. Wenn du nicht übst, ja, und den Willen nicht hast, sozusagen ständig zu üben, ja, und immer wieder aufzustehen, sozusagen wie ein kleines Kind, das ständig hinfällt und wieder aufsteht, wieder hinfällt, wieder aufsteht, wieder hinfällt, wieder aufsteht, wieder hinfällt, wieder aufsteht, etc., etc., immer weiter, immer weiter, immer weiter, ja, dann wirst du niemals wirklich gut werden und entsprechend deinen Lebensunterhalt damit sozusagen begleichen oder aufbessern oder erhöhen können. Ja? Und ich meine, letztendlich ist ja das eines der langfristigen Ziele. Ja? Ja, das war's mit meiner kleinen Videoserie hier, Telefonakquise-Tipps 1 bis 5 und nicht vergessen, hinfallen, aufstehen. Ja. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und lass mir einfach ein Like da und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich auf weitere Videos mit euch. Dein Thomas Klein und tschüss.